Das Gesetz zur Impfpflicht ist unausgegoren. Änderungen sind denkbar und scharfe Gesetze gegen Verkehrsrowdies geplant. Das sind unter anderem die Themen der Krone News am Freitag, den 18. Februar. Schönen guten Abend. Das Gesetz zur Impfpflicht bleibt umstritten. Die Expertenkommission zur Evaluierung der Impfpflicht hat heute ihre erste Sitzung abgehalten. Die Mediziner in der Kommission arbeiten sich Schritt für Schritt durch das Thema. Die Juristen werden dann Schlussfolgerungen für die Bedeutung des Gesetzes in der Praxis machen. Ausgegoren ist die Sache nicht. Änderungen der Impfpflicht bis Ende März sind denkbar. Schauen wir die aktuelle Corona-Situation in Österreich an. Seit gestern verzeichnet Österreich 31.166 Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.297. 2.291 Personen sind hospitalisiert, 194 liegen auf der Intensivstation. 76% haben zumindest eine Impfung erhalten und 69% haben ein aktives Impfzertifikat. Durch gratis PCR-Tests konnten viele Corona-Infektionen früh erkannt werden. Jeder, der gesund bleibt, erspart dem österreichischen Staat viel Geld. Sehr viel Geld. Auch Geimpfte können sich infizieren und es ist sinnvoll, wenn sie sich regelmäßig testen. Trotzdem versucht die Bundesregierung schon jetzt, uns alle darauf einzustellen, dass PCR-Tests bald nicht mehr gratis sein werden. Das Bundesland Wien hält von den Argumenten der Bundesregierung wenig. Die Wiener und ihre Gratis-Gurgeltests. Nirgendwo in Österreich wird so oft PCR getestet wie in der Hauptstadt. Und nirgendwo ist der Aufstand der Landespolitik so groß nach der Ankündigung von Kanzler und Gesundheitsminister, kostenlose Tests künftig nicht mehr für alle finanzieren zu wollen. Jetzt steigt auch der Wiener Gesundheitsstadtrat in den Ring. Wenn der Minister das nicht mehr haben will, dann wird es das nicht mehr geben. Er wird es den vielen, vielen Hunderttausenden, weit über 1 Million Wienerinnen und Wienern erklären müssen. Und ich hoffe, dass er das tut. Bis jetzt hat er nichts erklärt. Das Testen kostet 2,6 Milliarden Euro bisher. Das heißt, wir müssen uns jetzt, und das ist auch ein Paradigmenwechsel von Omikron, die Frage stellen, ob dieses Testen in sehr vielen Settings, das ungerichtete Testen, wirklich notwendig ist. Zum Vergleich, für den gesamten Impfstoff waren bis jetzt 340 Millionen Euro fällig. Die Schuld für die hohen Kosten sieht die Stadt Wien aber bei den anderen Bundesländern. Wien mache rund 70% aller PCR-Tests in Österreich und verursache nur rund 20% der Gesamttestkosten. Ich bin ja auch erstaunt nach wie vor, wie viel der Bund bereit ist, in anderen Bereichen zu zahlen für das Testen. Dass dann natürlich eine extreme Summe zusammenkommt, das ist eh logisch. Hier im LifeBrain-Labor werden die Wiener Gurgeltests ausgewertet. Fallen die Gratistests weg, müsste das privatwirtschaftliche Labor 1.400 Mitarbeiter abbauen und wäre dann nicht mehr für eine neue Corona-Welle im Herbst gerüstet. Das ist ja extremst schwierig. Ja. Quasi Mitarbeiter, die man jetzt sage ich, vielleicht im April, Mai, Juni entlasst, ja, dann zu motivieren, quasi im September oder Oktober auf Knopfdruck wieder vor Ort zu sein. Wie viel sollen wir also künftig für Corona-Tests zahlen? Die Sozialversicherungen schlagen jetzt die Rezeptgebühr von 6,65 Euro für Geimpfte vor. Für Ungeimpfte werden hingegen die vollen Kosten von rund 50 Euro fällig. Wie viele Impfungen kann ein Mensch vertragen? Diese Frage stellt sich bald, denn Experten und Pharmafirmen geben längst zu. Nicht jede Corona-Impfung schützt wirklich umfassend vor Corona. Denn genau genommen braucht man für jede relevante Mutation einen eigenen Impfstoff. Zu dumm nur, dass vorherige Corona-Varianten nicht ausgerottet sind, wenn sich eine neue Mutation verbreitet. So ist es durchaus möglich, dass nach Omikron wieder Delta zurückkehrt. Und hier offenbart sich die größte Schwäche der bisher verfügbaren mRNA-Impfstoffe. Sie schützen nur einige Monate verlässlich. Deswegen ist der beste Schutz gegen eine Infektion immer noch Abstand halten. Mehr als die Hälfte der Österreicher sind bereits mit einer dritten Dosis Impfstoff geboostert. Laut Gecko-Chefin Katharina Reich dürfte es für den Herbst aber einen vierten Stich brauchen. Müssen wir uns also alle bald noch einmal impfen lassen? Ältere Personen, Personen, die ein geschwächtes Immunsystem haben oder immunsupprimiert, wie zum Beispiel Leute in der Personen in der Krebstherapie, die brauchen wahrscheinlich früher einen vierten Stich, möglicherweise schon nach 3 oder 6 Monaten, einfach um sie derzeit zu schützen vor einer Infektion mit Omikron. Junge, gesunde Erwachsene zum Beispiel, Jugendliche, da könnte man sich vorstellen, dass es vielleicht 6, 9, vielleicht sogar 12 Monate für einen vierten Stich braucht. Welcher Impfstoff kommt für die vierte Impfung in Frage?
BioNTech kündigt für April oder Mai nun einen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff an. Moderna rechnet mit einem Omikron-Impfstoff im August. Es muss auch noch die Europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht geben. Bei Omikron schützen die aktuellen Impfstoffe sehr gut vor einem Krankenhausaufenthalt oder einem schweren Verlauf. Infizieren kann man sich aber trotzdem. Der Schutz vor einer Ansteckung ist gering. Diesen Schutz vor Ansteckung soll der Omikron-Booster verbessern. Also der optimale Impfstoff für den vierten Stich? Nicht unbedingt. Moment, wenn man weltweit schaut, kursieren noch alle Varianten. Wenn ein Omikron-Impfstoff sehr gut gegen Omikron wirkt, ist das sehr schön. Wenn er schlecht gegen Delta wirkt, dann haben wir ein Problem, weil wir wissen, Delta ist viel aggressiver als Omikron. Wer wann einen vierten Stich braucht, lässt sich aktuell nicht zu 100% beantworten. Eine neue Mutation könnte wieder alles auf den Kopf stellen. Aktuell übernimmt in Österreich die Omikron-Subvariante BA2 das Geschehen. Sie soll noch ansteckender sein als die bisherige Omikron-Variante. mRNA-Impfstoffe wie die von Pfizer und Moderna haben ihre Kritiker. Es gebe 5-mal mehr Impfreaktionen und heftige Nebenwirkungen, Hautschäden, Schäden am Nervensystem, innere Entzündungserscheinungen, Langzeitfolgen für den Körper und Bestandteile der mRNA-Impfung seien an sich gesundheitsschädlich. Wem das nicht geheuer ist, der kann nun nach langem Warten schon bald den Proteinimpfstoff der Firma Novavax bekommen. Dieser sozusagen klassische Impfstoff soll eine Wirksamkeit von rund 90% haben. Eine Voranmeldung für Novavax ist möglich. Das Gesundheitsministerium plant eine Verimpfung ab nächster Woche. Schlafstörungen, Aggressionen und immer schlechte Laune. Es ist wissenschaftlich längst untersucht, die Pandemie hat sich dramatisch auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung ausgewirkt. Alkoholmissbrauch und Depressionen haben in extremem Ausmaß zugenommen. Besonders übel dran sind Jugendliche. Sie hat die Pandemie ins Mark getroffen. Der Staat will dagegen etwas tun. Die Corona-Krise hat besonders den Kindern und Jugendlichen zugesetzt. Der Verzicht auf das soziale Leben und die Angst um Angehörige sorgten für zusätzliche Belastungen. Mehr als die Hälfte der jungen Menschen in Österreich kämpfen mit depressiven Symptomen. 6 von 10 haben Essstörungen. 47% der jungen Menschen leiden unter Schlafstörungen und 16% haben wiederholt Suizidgedanken. Weiters konnten wir feststellen, dass die jungen Menschen sehr viel stärker betroffen waren als alte Menschen. Also 18-Jährige sind wir bei der Depression auf über 50% hinaufgegangen, während das bei älteren Menschen im Rahmen von 20% immer noch eine Vervierfachung gemessen wurde. Man kann also mit Recht sagen, es brennt an allen Ecken und Enden. Und mit dem heutigen Paket beginnen wir an einem dieser Enden zu löschen. 13 Millionen Euro sind aus diesem Grund vom Ministerrat im vergangenen Jahr für die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen beschlossen worden. Am Freitag hat die Regierung nun das Maßnahmenpaket vorgestellt. 800.000 Euro gehen an die Arbeitsgemeinschaft Frauengesundheitszentren, 12,2 Millionen Euro an das Projekt Gesund aus der Krise, das Ende März starten soll. Das Besondere an diesem Projekt ist der niederschwellige Zugang, da es eine einzige Hotline gibt, die man kontaktiert und von der man dann an die Beratungs- und Behandlungsstellen weiter verwiesen wird. Ziel unserer Initiative ist somit die psychosoziale Unterstützung von bis zu 7.600 Kindern und Jugendlichen, die durch die Covid-19-Krise besonders psychisch belastet sind. Sie sollen im Bedarfsfall niederschwelligen und kostenlosen Zugang zu psychologischer und psychotherapeutischer Beratung und Behandlung erhalten. Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen erheben bereits jetzt in meinem Auftrag an den Schulen, welche Kinder aktuell eine solche Unterstützung benötigen. Und wir können damit alles für eine rasche Vermittlung an die entsprechende Stelle der jeweiligen Berufsverbände vorbereiten. Denn hier gilt es, keine Zeit zu verlieren. Denn wer Hilfe benötigt, soll diese bekommen, und zwar schnellstmöglich und bestmöglich. Mit dem Projekt und der Hotline soll der Zugang zur Psychotherapie für junge Menschen bis 21 Jahre erleichtert werden. Diese müssten sich weder selbst um einen Therapieplatz umschauen, noch um Kostenerstattung kümmern, so die Initiatoren. Letztes Jahr sind 359 Menschen auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Eine traurige Bilanz der Verkehrsstatistik.
Jeder Tote, jeder Verletzte ist einer zu viel. Mit einem neuen Gesetz will Verkehrsministerin Leonore Gehwessler Rasern, Rowdies und Tunern zu Leibe rücken. Die Strafen will sie saftig erhöhen. Ein neues Kraftfahrgesetz geht jetzt in Begutachtung. Im Kampf gegen die illegale Tuning-Szene hat Verkehrsministerin Leonore Gehwessler am Freitag ein Maßnahmenpaket präsentiert, das härtere Strafen für Verkehrsrowdies vorsieht. Die allermeisten Menschen in unserem Land verhalten sich im Straßenverkehr korrekt. Sie halten sich an die Regeln, sie an das oberste Gebot, sie nehmen Rücksicht, aber einige wenige tun das leider nicht und lassen sich durch die derzeit bestehenden Möglichkeiten auch nicht bremsen. Und diese Menschen verursachen eine massive Belastung für uns alle, für die Anrainerinnen und Anrainer, die nicht schlafen können, weil Tuner mit absichtlichen Fehlzündungen ohrenbetäubenden Lärm verursachen. Sie müssen luftvoll Gestank und Schmutz vom Reifenabrieb atmen. Sie fühlen, das kann ich gut nachvollziehen, auch ein bisschen Hilflosigkeit dieser Szene gegenüber, und das darf und das soll nicht sein. Um das zu verhindern, schicken wir heute eine Novelle des Kraftfahrgesetzes in Begutachtung. Wenn Polizistinnen und Polizisten künftig wahrnehmen, dass durch illegale Modifikationen an den Autos Fehlzündungen herbeigeführt werden, die absichtlich zu massiver Lärmbelastung führen, können an Ort und Stelle Kennzeichen oder Schlüssel und Fahrzeugpapiere abgenommen werden. Und das auch bevor eine eingehende technische Untersuchung in einer Werkstatt erfolgt, weil nur dann können wir die Menschen auch gleich schützen. Auch wer mit Fahrweisen, die im Straßenverkehr absolut nichts zu suchen haben, Lärm und Rauch verursacht, etwa das Kreiseln des Fahrzeuges um die eigene Achse oder Driften, muss damit rechnen, dass seine Fahrt für bis zu 72 Stunden zum Beispiel mit einer Radkralle unterbrochen werden kann. Und wir haben gesehen, dass bei solchen Delikten es auch höhere Strafen braucht, damit Kontrollen auch wirksam sind. Wir schaffen deswegen für diese Fälle eine Mindeststrafe von 300 Euro, die als Organmandat auch gleich und unmittelbar eingehoben werden kann. Und diejenigen, die hier nicht nur einmal einen Fehler begehen, sondern die Rowdies, die immer und immer wieder auffällig werden und als Wiederholungstäter die Menschen vor Ort belasten und durch Manipulationen am Auto tatsächlich auch gefährden, müssen mit noch empfindlicheren Strafen rechnen. Dazu erhöhen wir den maximalen Strafrahmen im Kraftfahrgesetz auf 10.000 Euro. Speziell in Kärnten, dem heimischen Hotspot der Tuning-Szene, sollen damit Exzesse der Tuning-Rowdies eingedämmt werden. Für uns ist klar, der Schutz der Kärntnerinnen und Kärntner steht vor solchen Exzessen definitiv an oberster Stelle, und mit diesem Gesetzespaket haben wir dafür in Wien einen ganz entscheidenden Schritt gesetzt. Und nur damit ich nicht falsch verstanden werde, bitte, Kärnten ist ein Land mit gelebter Willkommenskultur. Wir lieben es, unsere Gäste zu bewirten und ihnen ein einzigartiges Urlaubserlebnis zu ermöglichen. Aber genau das soll ja für alle in Zukunft auch möglich sein. Jeder, der nach Kärnten kommt, ist willkommen, wenn er auch weiß, wie ein Gast sich benimmt. Aber wer unsere Gastlichkeit in dieser Form ausnutzt, wer dort Exzesse veranstaltet, die Bevölkerung tyrannisiert und gefährdet, gegen den werden wir in Zukunft sehr konsequent vorgehen. Wer Kärnten Straßen künftig mit einer Rennstrecke verwechselt, wer dort Gummi-Gummi-Ballermann veranstaltet, gegen den werden wir ankämpfen. Und wir werden dafür sorgen, dass diese Bilder und Szenen, wie wir sie aus den letzten Jahren kennen, ab sofort der Vergangenheit angehören. In Kraft treten sollen die Verschärfungen noch vor dem Start der diesjährigen Tuning-Saison. 3 Wochen schon dauern die Proteste des Freedom Convoy an. Wir sehen vor allem die Bilder von Truckern, die gegen Corona-Auflagen der kanadischen Regierung demonstrieren. Doch die wichtigsten Organisatoren haben Verbindungen zum rechten politischen Rand. Und die Proteste ziehen auch Rechtsextreme, Staatsgegner und Verschwörungstheoretiker an. So richtet sich die Demonstration inzwischen gegen alle Corona-Maßnahmen und die Regierung von Justin Trudeau im Allgemeinen. Nachts wirkt es ruhig in Ottawa, Kanada. Diese Ruhe trügt. Der Protest in Kanada gegen Covid-19-Maßnahmen hat sich zu einem breiteren Anti-Regierungsprotest ausgeweitet. Die Polizei in Kanada nimmt Anführer der seit rund 3 Wochen andauernden Blockade in der Hauptstadt Ottawa fest. Ich bin lediglich eine kanadische Bürgerin, die auf ihre Rechte besteht, und ich will, dass mein Premierminister mit mir redet bzw. mit uns redet.
Premierminister Justin Trudeau hat sich stattdessen am Montag auf Notstandsbefugnisse berufen, um gegen die Protestkonvois vorzugehen. Am Mittwoch werden die Trucker von Polizeichef Steve Bell gewarnt. Einen Tag darauf, am Donnerstag, hat er die Polizeipräsenz im Parlamentsviertel deutlich erhöht. Es klicken die ersten Handschellen. Aus Furcht vor weiteren Festnahmen haben die Organisatoren am Donnerstag ihre Anhänger aufgerufen, nach Ottawa zu kommen. Gleichzeitig bekräftigen sie ihren Durchhaltewillen. Die Polizei hat diese Woche bereits Dutzende Demonstranten im ganzen Land verhaftet, darunter 4 Verdächtige, denen eine Verschwörung zum Mord an Polizeibeamten an einem Kontrollpunkt zwischen dem kanadischen Bundesstaat Alberta und dem US-Bundesstaat Montana vorgeworfen wird. Die Behörden haben in deren Fahrzeugen Waffen gefunden. War es anfangs die Impfpflicht, richten sich inzwischen die Demonstrationen allgemein gegen die Corona-Regeln und die Regierung von Premierminister Trudeau. Die Proteste haben weltweit Nachahmer gefunden, unter anderem in Belgien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und Neuseeland. Die Chip-Krise schien am Anfang ein temporäres Phänomen zu sein. Heute wissen wir, die Auswirkungen sind vielfältig und sie dauern noch an. Autobauer verlegen Fertigungswerke oder können Fahrzeuge nicht liefern. Die Preise für Elektronik steigen und steigen. Die Europäische Union sucht nach Auswegen. Die Sendung Moment mal auf Krone TV hat sich dem Thema Chips gewidmet. Wenn ich auf so ein kleinstes, eine Fläche von 1 cm mal 1 cm 20 Milliarden Transistoren unterbringen möchte, kann man sich vorstellen, dass das so kleine Strukturen sind, dass es dafür eine riesige Fabrik braucht. Und diese riesige Fabrik braucht auch eine sehr hohe Auslastung. Dementsprechend hat sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte, wo die Strukturen zunehmend komplexer geworden sind, es sich immer weiter dorthin entwickelt, dass es manche Firmen gibt, die Designs zeichnen und dann woanders die Chips bestellen und fertigen lassen. Denn auch eine solche Fabrik zu bauen, benötigt einmal eine Startinvestition von einigen Milliarden Dollar. Dieses Geld muss einmal erwirtschaftet werden, das muss es geben, um dann eine solche Fabrik zu bauen. Und damit diese Fabrik rentabel wird, muss sie dann auch über Jahre auf einer sehr hohen Auslastung fahren. Und das sind dann alles Faktoren, die dort hineinspielen, dass es erstens braucht es viel Know-how, solche Fabriken zu bauen. Und es muss eben auch von der Wertschöpfungskette, es müssen diese großen Investitionen sich rechnen am Ende. Ist dieser Herstellungsprozess hauptsächlich deswegen so komplex, weil die Dinger so klein sind? Und wenn ja, warum macht man sie nicht einfach ein bisschen größer? Ja, es ist tatsächlich so, dass sie deswegen so komplex sind, weil sie so klein sind. Es ist so, dass im Bereich der Mikroelektronik über die letzten 60 Jahre der Fortschritt, der technologische Fortschritt, viel daran gemessen wurde, dass man die Bauteile alle 2 Jahre um die Hälfte verkleinern konnte. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt in einem Smartphone so viel Rechenleistung haben, wie man vor 30 Jahren einen ganzen riesigen Supercomputer, irgendwo ein großes Rechenzentrum betreiben musste, um auf dieselbe Rechenleistung zu kommen. Also erst der Verkleinerungsprozess hat es möglich gemacht, dass wir so viele mikroelektronische Chips jetzt überall in so vielen Produkten sehen und wir auch so viele Funktionen haben und so viel Erleichterung am Ende in unserem Alltag durch diese Chips an den verschiedensten Stellen. Also es ist tatsächlich notwendig, dass die möglichst klein sind, genau. Auch für die Rechenleistung. Jetzt haben Sie gesagt, das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo manche Firmen die Chips designen und die dann aber in der Produktion tatsächlich in einigen wenigen Werken gefertigt werden. Das heißt, de facto ist die ganze Welt und alles, was, also die ganze Digitalisierung, abhängig von einer Handvoll Firmen. Zum gewissen Grad ist das so. Und gerade bei Mikrochips, wie jetzt die Frau Knobloch sehr schön erklärt hat, wenn es um Produktionsprozesse geht, die sehr hohe Einstiegsinvestitionen bedürfen, dann aber, wie man ökonomisch sagen würde, große Skalenerträge haben, das heißt, das Größermachen zu konzentrieren, ökonomisch die Kosten reduziert, dann führt das natürlich dazu, dass es nicht hunderte von kleinen Fabriken über die Welt verteilt gibt, weil das viel teurer wäre, das zu machen. Und anstelle dessen gibt es größere Fabriken und dafür weniger und die übernehmen das. Wie lästig die globale Chipkrise werden kann, merkt man spätestens beim Kauf eines neuen Geräts, das man dringend braucht. So wie das Handy. Es wäre doch besser, wenn Sie mit dem Kauf eines Handys noch zuwarten könnten, statt wieder ein paar hundert Euro für ein Neugerät auszugeben, oder? Die entscheidende Schwachstelle ist der Akku. Schnellladungen tun ihm gar nicht gut. Es gibt noch andere Tipps, wie der Akku einfach länger hält.
Immer an unserer Seite und griffbereit, unsere Handys. Treue Begleiter, die aber meistens nach ein paar Jahren bereits ersetzt werden. Der Grund dafür ist oft die nachlassende Akkuleistung des Geräts. Eine neue Kategorie von topprodukte.at zeigt, wie man langlebigere Handys schon vor dem Kauf erkennen kann. Mit der neuen topprodukte.at Smartphone-Liste können Verbraucherinnen und Verbraucher die Reparaturfreundlichkeit der Produkte vergleichen. Die Reparierbarkeit wird hier auf einer Skala von 1 bis 10 miteinander verglichen. Je höher, desto besser. Die Kaufentscheidung fällt vor allem schwer, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Handys werden daher oft aufgrund eines nachlassenden Akkus zu einem Wegwerfprodukt. Der technische Fortschritt von Smartphones wird allerdings immer langsamer. Deshalb rückt die Langlebigkeit der Produkte der Smartphones immer mehr in den Fokus der Kaufentscheidung. Im Gegensatz zu älteren Modellen sind Akkus in modernen Handys meist so eingebaut, dass Nutzerinnen selbst sie nicht auswechseln können. Nach etwa 500 bis 1000 Mal Aufladen, das entspricht ungefähr 2 bis 3 Jahren, sind die meisten Handybatterien nicht mehr alltagstauglich. Dann wird das ganze Gerät ausgetauscht. Wer beim Kauf auf Reparierbarkeit und bei der Nutzung auf richtiges Laden achtet, kann die Lebensdauer seines Smartphones aber verlängern. Ladezustände zwischen 20% und 80% sind optimal für eine lange Lebensdauer des Akkus. Des Weiteren sind kurze Ladungen sehr schädlich für den Akku. Wer sein Handy schnell aufladen muss, sollte am besten das Handy auch abdrehen. Des Weiteren sind extreme Temperaturen, egal ob Hitze oder Kälte, schädlich für den Akku. Bei Temperaturen unter 10 Grad empfehle ich, das Handy nah am Körper zu tragen. Wird der Handy-Akku sorgsam behandelt, spart das Nutzerinnen nicht nur Geld, sondern unserem Planeten auch Ressourcen. Die gängigsten Smartphone-Batterien, Lithium-Ionen-Akkus, brauchen nämlich das seltene Metall Kobalt, um unsere Geräte anzutreiben. 60% des Kobalts wird in der Demokratischen Republik Kongo gefördert, meist unter sehr schlechten Bedingungen. Das hat als Folge extreme Belastungen für Umwelt und auch die Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort. Und das können Folgen wie erhöhte Kobaltwerte im Blut sein oder auch Schäden am Erbgut. Um die Ausbeutung von Mensch und Umwelt zu vermindern, plant die EU-Kommission ab 2023 ein Energielabel für Mobiltelefone. Das soll zum Beispiel ausschildern, wie lange der Akku hält oder wie bruch- und wasserfest ein Smartphone gebaut ist. Wie nachhaltig uns ein Handy begleitet, liegt also sowohl in den Händen der Politik als auch in unseren eigenen. Wenn Sie sich jetzt gerade nach Wellness in der Therme sehnen, dann ist das nur menschlich. Aber nicht nur menschlich, auch Affen gönnen sich gern ein heißes Bad. Die folgenden Bilder wollten wir Ihnen wirklich nicht vorenthalten. Erst im Schnee spielen und dann im heißen Wasser aufwärmen. Man könnte glauben, die Affen hier spielen einen typischen Skitag von uns Menschen nach. Zuerst auf die Piste, dann in die Therme. Diese Japan-Makaken, wie die Affenart heißt, ziehen sich im Winter tatsächlich gerne in die natürlichen, dampfenden, heißen Quellen in einem Nationalpark in Nagano zurück. Hier baden sie dann ganz entspannt. Das tun sie in erster Linie aber nicht, um sich aufzuwärmen. Vielmehr scheint vor allem den Weibchen unter den Makaken dieses Naturbad, genau wie bei Menschen, zu helfen, Stress abzubauen. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der japanischen Kyoto-Universität. Das Baden und Entspannen wirkt sich wahrscheinlich auf ihre Fortpflanzungs- und Überlebenschancen aus, erläutern die Forscher in ihrer Studie. Dominante Weibchen verbringen übrigens dank ihres sozialen Status mehr Zeit im heißen Wasser. Durch diese Bäder verringert sich aber bei ihnen die Dosis an Stresshormonen im Körper. Da können sich viele von uns ein Beispiel an den japanischen Schneeaffen nehmen. Raus aus dem Stress, rein ins heiße Bad. Wie wird das Wetter? Immer gut zu wissen. Morgen Samstag bringt uns eine Kaltfront von Nordwesten stürmischen Wind bis 100 km/h. Rechnen Sie mit Regen, erst ab Mittag etwas Sonne. Vor allem der Norden und Westen profitieren von Sonnenstrahlen.
Dazu wird es eher mild mit 3 bis 11 Grad im Flachland. Übermorgen Sonntag ist es im Osten für ein paar Stunden sonnig, nördlich des Alpenhauptkamms aber dicht bewölkt. Die Schneefallgrenze liegt zunächst bei 300 Meter. Es bläst ein kräftiger Wind aus Südwest bis West. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf bis zu 12 Grad. Soweit das Wichtigste von den News. Bleiben Sie dran. Ein Norweger krönt sich zum König der Olympischen Spiele. Für Österreichs Biathleten ist der Medaillentraum hingegen geplatzt. Und Rapid feiert in der Europa Conference League einen Heimsieg. Das und noch mehr sind heute unsere Themen. Und damit herzlich willkommen aus dem KRONE TV Sportstudio. Johannes Thingnesbø ist der Superstar der Olympischen Winterspiele. Der Norweger sichert sich zum Biathlon-Abschluss im Massenstartbewerb sein 4. Gold in Peking, nachdem er bereits im Sprint, in der Staffel und in der Mixed-Staffel triumphiert hat. Zudem hat er Bronze im Einzel geholt und ist 5. in der Verfolgung geworden. Der 28-Jährige krönt sich mit seinen Erfolgen zum König der Spiele 2022. Mit der heutigen souveränen Vorstellung im Massenstart über 15 Kilometer sichert sich die 4. Goldmedaille. Und das sorgt auch für den 15. olympischen Erfolg für Norwegen. Das ist einer Nation bei Winterspielen noch nie gelungen. Auch für Österreichs Biathlon-Herren gibt es dank Simon Eder einen versöhnlichen Abschluss. Bei Windböen und eisiger Kälte kämpft sich der 38-Jährige bei seinen letzten olympischen Spielen noch auf Platz 7 und zeigt sich mit dem Ergebnis hochzufrieden. Einen Tag zum Vergessen erlebt hingegen Felix Leitner. Der Tiroler landet nach insgesamt 7 Fehlern auf dem 29. und vorletzten Platz. Der Medaillentraum von Österreichs Biathletinnen hat sich auch im letzten Bewerb in Peking, dem Massenstart über 12,5 Kilometer, nicht erfüllt. Einmal mehr wird der Schießstand den ÖSV-Läuferinnen zum Verhängnis. Weltmeisterin Lisa Hauser landet heute nach 4 Fehlern am Ende auf dem 11. Platz. Katharina Innerhofer muss sich trotz starker Laufleistung und einem zwischenzeitlich starken Rang 4 nach 6 Strafrunden mit Platz 14 begnügen. Lisa Hauser ist noch dazu auf der 2. Runde gestürzt und hat sich am Ellbogen verletzt. Die Tirolerin kann den Bewerb zwar gehandicapt fortsetzen, für eine Top-Platzierung reicht es aber nicht mehr. Den Sensationscoup von der WM im Vorjahr kann Hauser nicht wiederholen. Auf die Top 10 fehlen der 28-Jährigen am Ende rund 10 Sekunden. Der 4. Platz von Hauser im Sprint bleibt damit das beste Ergebnis in Peking und auch in der Geschichte des heimischen Damenbiathlons. Gold holt sich die Französin Brisa Boucher, Silber geht an die Norwegerin Tiril Eck und Bronze an ihre Landsfrau Marthe Röseland. Österreichs Skicrosser verlassen Peking ohne Medaille. Als Bester des ÖSV-Quartetts kommt heute Johannes Rohrweg ins kleine Finale. Dort wird er allerdings Dritter und nur die 2 Laufbesten kommen weiter. Am Ende wird Rohrweg Gesamt-Siebenter. Ein Top-Ergebnis, das ist die zweitbeste Skicross-Platzierung eines Österreichers bei Olympia. Für Tristan Tackertz ist bereits im Viertelfinale Endstation. Er fällt nach gutem Start zurück. Er landet am Ende auf Rang 15. Adam Kappacher und Robert Winkler scheiden hingegen schon im Achtelfinale aus. Die Schweiz feiert durch Regis und Fever im Skicross einen Doppelsieg. Chinas Superstar Ai Ling Gu gewinnt im 3. Bewerb die 3. Medaille. Nach Gold im Big Air und Silber im Slopestyle landet die 18-Jährige heute auch im Halfpipe-Bewerb an der Spitze und krönt sich zur Olympiasiegerin. Die gebürtige US-Amerikanerin, die für das Gastgeberland China startet, ist die erste Freestylerin, die 3 Medaillen bei denselben Spielen holt. Es waren 2 volle Wochen mit den intensivsten Höhen und Tiefen, die sie je in ihrem Leben erlebt hat, sagt die erst 18-jährige Athletin. Ai Ling Gu beeindruckt aber auch abseits der Piste. Sie ist mit einem Modelvertrag ausgestattet und auf Instagram hat sie mehr als 1,2 Millionen Follower. Für Österreichs Ski-Alpin-Fans wird es in Peking morgen Samstag noch einmal richtig spannend. Es findet zum Abschluss der Mixed-Team-Bewerb statt. Für den ÖSV am Start stehen Katharina Liensberger, Kathi Truppe und Katharina Huber sowie Stefan Brennsteiner, Michael Matt und Johannes Strolz. Die 6 ÖSV-Asse werden morgen um die Medaillen kämpfen. Johannes Strolz, der ja bereits sensationell Gold in der Kombination und Silber im Slalom gewonnen hat, wird dann übrigens am Sonntag Österreichs Delegation bei der Abschlussfeier
der Olympischen Spiele in Peking als Fahnenträger anführen. Rapid feiert in der Europa Conference League im Playoff-Hinspiel gegen Vitesse Arnheim einen 2:1 Heimsieg und verschafft sich damit eine gute Ausgangslage für den Aufstieg ins Achtelfinale. Gar nichts zu sehen, was sich aber in Hälfte 2 ändert. ÖFB-Kicker Adrian Kribic trifft für Vitesse zum 1:2. Das Tor wird wegen Abseits aber nicht gegeben. Finisht den Vorsprung mit Mühe über die Zeit, auch dank der vielen Fans, die nach langer Zeit endlich wieder ins Stadion durften, sagt Torschütze Marco Krüll. Heute wieder so das beste Beispiel. Also steht 2:1 für uns, wir sind einer weniger und die Zuschauer feiern die halt nach vorne an und das ist extrem wichtig für die Mannschaft. Und ja, wir hoffen natürlich, dass immer mehr Leute da sind und es ist für einen Spieler natürlich das Geilste, vor allem in dem Stadion. Ich glaube, das ist extrem laut und das pusht die halt natürlich dann nochmal nach vorne. Beim Rückspiel nächste Woche in den Niederlanden kann Rapid schon bei einem Unentschieden das Ticket für die nächste Runde buchen. Alle Highlights aus Champions League, Europa League und Conference League gibt es für Sie heute um 18.55 Uhr in der großen Krone Fußballshow mit meinem Kollegen Martin Krasl und Experte Michi Konzel. Tennisstar Novak Djokovic ist in Dubai angekommen, wo er nächste Woche am ATP-Turnier teilnehmen wird. Zuvor hat die Tennis-Nummer 1 die Weltausstellung Expo 2020 in Dubai besucht und ist dort von vielen Fans gefeiert worden. Er freue sich darauf, nächsten Montag auf dem Tennisplatz zu stehen. Er vermisse Tennis nach allem, was passiert ist, sagt Djokovic. Nach Australien wolle er übrigens trotz der Vorfälle vor einigen Wochen wieder zurückkehren. Der nicht gegen Corona geimpfte Serbe hatte ja im Jänner vergeblich versucht, an den Australian Open teilzunehmen und musste das Land nach mehreren Tagen hin und her schließlich wieder verlassen. Djokovic hatte zuletzt betont, dass er auch bereit sei, auf weitere Grand-Slam-Turniere zu verzichten, solange er nicht geimpft ist. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist übrigens eine Corona-Impfung für Besucher des Landes keine Pflicht. Das waren die Sportnews des Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitagabend. Über das Wochenende sind Sie auf krone.at immer top informiert. Bleiben Sie sportlich und gesund und bis Montag.